بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine sehr geehrten Geschwister, wir wollen uns heute mit dem zweiten Teil von der Sura Nummer 79, Sura An-Nazi'at, beschäftigen. Und wir hatten in der letzten Woche uns mit den ersten Versen oder mit den ersten drei Abschnitten, kann man sagen, oder eventuell auch zwei Abschnitten, je nachdem, wie man sie aufteilt, beschäftigt gehabt. Und zwar ganz konkret bis zu dem Vers Nummer 25. Bis zu dem Vers Nummer 25 haben wir uns beschäftigt gehabt. Barakallahu fik. Wir wollen nochmal ganz kurz anhand von Fragen, inshallah ta'ala, schauen, ob ihr noch einigermaßen wisst, worum es geht in dieser Sura. Wir haben uns ja mit Sura An-Nazi'at beschäftigt. Und Sura An-Nazi'at beginnt ja mit drei Schwüren, wie wir gesagt hatten. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ وَالسَّابِحَاتِ سَبَحًا. Was ist denn mit diesen drei Schwüren gemeint? Oder wer ist mit diesen drei Schwüren gemeint? Nach den meisten Gelehrten. Ja? Die Engel, korrekt. Die Engel, korrekt. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Diejenigen, die heftig ziehen, herausziehen. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Und diejenigen, die leicht herausziehen, وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا, und den unbeschwert Dahingleitenden. Nach Ansicht der meisten Gelehrten handelt es sich hierbei um die Engel, aber es gibt auch andere Meinungen. Wir haben gesagt, manche sagen, es sind die Himmelsgestirne. Es gibt aber auch andere Meinungen, wie dass manche beispielsweise sagen, es sind die Pferde mit gemeint, gerade auch Rosse, die in einer Schlacht verwendet werden. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber die Mehrheit der Gelehrten geht davon aus, dass es sich hierbei um die Engel handelt. Meine zweite Frage an euch wäre, handelt es sich bei dieser Sura um eine medinensische oder eine mekkanische Sura? Medinensisch oder mekkanisch? Eine mekkanische Sura, richtig. Ja? Woran macht man das fest, dass es eine mekkanische Sura ist? Was würdest du sagen? Es geht um eine Warnung an die Mekkaner, richtig. Ihre Aufmerksamkeit, ja, auf den Koran zu lenken und darauf zu lenken, dass sie für das, was sie tun, zur Rechenschaft gezogen werden. Absolut richtig. Dann eine weitere Frage. Und zwar, es gab einen Begriff, den wir erläutert hatten, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Und sogleich sind sie auf السَّاهِرَةِ. Was war nochmal mit السَّاهِرَةِ gemeint? Was war noch einmal mit السَّاهِرَةِ gemeint? Lange wach bleiben. Lange wach bleiben. Und wie haben die Gelehrten das gedeutet? Was ist damit gemeint? Also wie wird das übersetzt? Dass es später keinen Tod mehr gibt? Mit der Oberfläche. Das heißt, die Erde wird ausgewechselt sein. Ja? Sie werden auf einer Oberfläche sein, wo es hell ist, man nicht schlafen kann, es keinen Tod geben wird. Ja? Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala es als Sahira bezeichnet. Okay, sehr schön. Eine weitere Frage, die ich habe und die wir letztes Mal ausführlich besprochen hatten, war, wo ist eigentlich bei diesen drei Schwüren das, worauf geschworen wird, der sogenannte Al-Muqsam alayhi? Wir haben ja gesagt, bei einem Qasam, das heißt einem Schwur in der arabischen Sprache, gibt es immer einen Muqsam bihi, das wobei geschworen wird, und ein Muqsam alayhi, das worauf geschworen wird. Und die Frage ist die, wo ist eigentlich dieser Muqsam alayhi bei diesen Versen? Weil Allah Ta'ala erschwört ja dreimal bei den Engeln oder bei den Himmelsgestirnen, wie auch immer. Aber worauf schwört er?
wird es erwähnt in dieser Sura oder wird es ausgelassen? Und falls es ausgelassen wird, warum wird es ausgelassen? Und was könnte es sein? Und zwar, erst einmal, es wird ausgelassen, es wird nicht erwähnt. Aber der Kontext deutet darauf hin, dass es worauf geht? Es geht um die Auferstehung. Wallahi la tuba'athunna, bei Allah, ihr werdet auferstehen und ihr werdet zur Rechenschaft gezogen für das, was ihr getan habt. Das ist der Sinn und Zweck dieser Sura. Allah subhanahu wa ta'ala, er will den Mekkanern die Augen öffnen und er will jedem Einzelnen von uns die Augen öffnen. Und der Kontext ist klar und deutlich, aber Allah erwähnt es extra nicht, damit der Mensch sich Gedanken macht. Und wir hatten extra gesagt gehabt, Allah ta'ala, er verwendet Begriffe, die nicht gleich eindeutig sind, damit der Mensch sich Gedanken macht und reflektiert über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala im darauffolgenden Abschnitt über die Geschichte von Musa alayhi salam. Und wir hatten letztes Mal auch erwähnt gehabt, warum Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich immer wieder die Geschichte von Musa alayhi salam im Koran erwähnt. Was ist der Grund? Warum immer wieder die Geschichte von Musa alayhi salam? Das hatten wir letzte Woche auch besprochen gehabt. Weil es viele Parallelen und Ähnlichkeiten gibt zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zwischen dem Propheten Musa alaihi salam. Und Allah Ta'ala erwähnt jedes Mal in einem anderen Kontext bestimmte Stellen aus dieser Geschichte, welche für diesen Kontext wichtig sind. Und hier geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala in wenigen Versen das hervorgehoben hat, wo Pharao Musa alayhi salam herausforderte, genauso wie die Quraysh in dieser mekkanischen Phase immer wieder Muhammad sallallahu alayhi wa sallam herausgefordert haben, er solle doch mit Zeichen kommen und sie trotz alledem sich immer wieder gegen diese deutlichen Zeichen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, gestellt haben. Kommen wir nochmal insha'Allah ta'ala kurz zu den wichtigsten Lehren, welche wir aus diesem ersten Abschnitt ziehen konnten, damit wir das insha'Allah ta'ala nicht vergessen. Eine der ganz, ganz wichtigen Lehren, welche hervorgeht aus dem letzten Vers dieses Abschnittes, den wir besprochen hatten, des zweiten großen Abschnittes von der Geschichte von Musa alayhi salam. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Darin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der gottesfürchtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt immer wieder die Geschichte der Propheten und der vorherigen Völker, nicht damit wir uns daran ergötzen, wie schlimm sie doch gewesen sind und wie Allah sie vernichtet hat, sondern er erwähnt sie aus einem ganz deutlichen Grund, wie es Allah immer wieder im Koran aufzeigt. Inna fi dhalika la aya, ja, Zeichen, ibra, fa'tabiru, ja, fa'tabiru, habt eine Ibra. Was heißt denn Ibra im Arabischen? Von welchem Wort kommt das Wort Ibra im Arabischen? Allah verwendet ja hier Ibra, übersetzt uns als Lehre. Aber im Arabisch hat es etymologisch gesehen eine ganz tiefgründige Bedeutung. Was heißt denn Ibra ursprünglich, die ursprüngliche Bedeutung, diejenigen, die Arabisch können? Leitet mal, von welchem Verb kommt denn das? Ibra. Von welchem Wort kommt Ibra? Was sind die drei Grundradikale von Ibra? Ah, das wisst ihr. Abara. Und was heißt denn Abara? Fachabisch. In welchem Zusammenhang benutze ich das Verb Abara? Überqueren. Ya'bur, uburan. Ya'bur, uburan. Ya'bur al-Shari'. Er überquert die Straße. Was hat das eine mit dem zu tun? Und zwar, Ibra bedeutet was? Dass ich von einem Ereignis aus der Vergangenheit eine Brücke schlage zu meinem eigenen Leben. Subhanallah, guck mal. Ja? Das heißt, es bleibt nicht in der Vergangenheit. Es ist nicht einfach so eine Sache, boah, cooler Actionfilm und dann habe ich hier alles vergessen. Das ist einfach nur tolle Action und das war's.
sondern es handelt sich um was? Um ein historisches Ereignis, aus dem ich Lehren ziehen kann für mein eigenes Leben. Und nur derjenige, der die Geschichte so liest, damit er daraus Lehren ziehen kann, wird sich auch wirklich entwickeln können. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Abbas Mahmud al-Aqqad. Das ist ein bekannter arabischer Denker gewesen aus dem letzten Jahrhundert. Und er hat gesagt, man wa'at tariqa fi sadrihi adafa a'maran ila umrihi. Allah. Wer die Geschichte in seiner Brust verinnerlicht hat, der hat mehrere Leben zu seinem Leben hinzugefügt. Nochmal. Wer die Geschichte in seiner Brust verinnerlicht hat, verstanden hat, verarbeitet hat, der hat mehrere Leben zu seinem Leben hinzugefügt. Du profitierst von der Erfahrung tausender von Menschen, von Völkern, sodass du nicht dieselben Fehler machen musst wie sie. Stell dir mal vor, wir würden in der Wissenschaft, ja, wir haben ja hier einige Mediziner, ja, und auch einige, die Naturwissenschaften studieren, ja. Stellt euch mal vor, man würde jedes Mal wieder vom Rad anfangen. Die Erfindung des Rads. Dann würden wir nicht vorankommen. Aber in der Wissenschaft profitieren wir von was? Wir profitieren von den Forschungsergebnissen von anderer Forscher, die vor uns gelebt haben. Ja, ich muss nicht dort ansetzen, wo Newton angefangen hat. Nein, ich bin weiter als Newton. Ja? Ich bin weiter als all diese Menschen. Warum? Weil ich profitiere von ihrem Wissen. In der Wissenschaft ist das selbstverständlich. Aber leider in unserem eigenen Leben ist das häufig nicht selbstverständlich. Das heißt, wir hören immer wieder die Geschichten von anderen Menschen, welche Fehler sie gemacht haben. Aber anstatt dass wir davon profitieren, machen wir dieselben Fehler. Wie dumm wir eigentlich sind, oder? Und wie häufig ist es so, dass die Eltern und die älteren Menschen sagen, Junge, Mädchen, ja, pass auf, guck mal, ich war genauso alt wie du gewesen. Und ich habe dieselben Fehler gemacht. Und ich habe es bereut im Nachhinein. Mach es nicht, weil du wirst es auch bereuen. Und was machen die Jugendlichen? Sie hören nicht. Subhanallah, anstatt dass ich profitiere von der Erfahrung älterer Menschen, ich höre einfach nicht und mache dieselben Fehler. Und dann bin ich irgendwann 40, 50 und sage, hätte ich doch gehört. Und dann sage ich das, was der Dichter gesagt hat. Ala layta al-shabab ya'udu yawma fa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Och würde doch die Jugend wieder zurückkehren, damit ich ihr erklären kann, was die grauen Haare aus mir gemacht haben. Das ist vorbei, khalas. Wallah, man merkt das, subhanallah. Also ich habe gemerkt, der Wendepunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, so die Jugend ist jetzt vorbei, ist wirklich 40 gewesen. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ja, ich meine, einige sind, ich weiß nicht, ob es schon einige Brüder, die auch älter oder Schwestern, die älter sind als ich. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, mein Gott, ja, jetzt beginnt das die zweite, wenn überhaupt die zweite Hälfte des Lebens, wo es jetzt langsam sozusagen dieser Countdown beginnt, ja, und man sich wünscht, lieber wieder zurückzukehren, dann merkt man erst, subhanallah, wie viele Fehler hat man gemacht und hätte man doch damals gehört, hätte man doch damals das oder jenes getan. Ist vorbei. Und deswegen, subhanallah, lasst uns dieses Zitat verinnerlichen. Lasst uns diese Worte Allahs verinnerlichen. Hierin ist wahrlich eine Lehre für jemanden, der Khashya hat. Wenn du Gottesfurcht hast, dann wirst du profitieren von diesen Worten. Und dann wirst du sie beherzigen und in deinem Leben umsetzen. Eine zweite Lehre, welche wir aus diesen Versen entnommen haben, ist eine ganz zentrale Botschaft, ja, die wir nicht oft genug wiederholen können. Und zwar Ar-Rifqu fi Da'wa, die Sanftmütigkeit in der Da'wa, haben wir letztes Mal ausführlich besprochen gehabt. Ich möchte hier noch einmal eine schöne Anekdote erwähnen. Und zwar eine Anekdote die auf Harun al-Rashid zurückgeht. Und zwar kam einmal ein Abid, ein Nasik, ein frommer Mann zu dem Kalifen Harun al-Rashid. Und Harun al-Rashid war ja einer der gewaltigsten Kalifen. Und Harun al-Rashid, er liebte es, wenn die Leute ihm eine Ermahnung gaben. Er hat immer wieder Leute zu sich. Es gibt im Übrigen diejenigen, die Arabisch können. Es gibt sogar eine Serie über Harun al-Rashid, kann ich nur empfehlen. Also sehr, sehr interessant. Ja, habe ich gesehen, man lernt wirklich viel davon, auch von der Geschichte. Und auf jeden Fall, ja, hat dann
Al-Rashid, dieser fromme Mann, der war sehr, sehr hart gewesen in seiner Art und Weise. Du musst das tun und du Allah, fürchte Allah, weiß ich nicht was. Das sagt er zum Kalifen. Harun meinte, ja, hada, ansifni fil mukhataba. Oh, bitte, sei ein bisschen gerechter zu mir, ein bisschen fairer. So. Und dann meinte der Mann, das ist das Mindeste, was du hören solltest. Also eigentlich müsste ich noch viel härter sein, dir gegenüber. Und dann fragte ihn Harun al-Rashid. Er war sehr, sehr schlau gewesen, auch sehr gebildet gewesen. Er sagte, ana sharrun wa akhbath an fir'aun. Wer ist schlimmer und böse, ich oder Pharao? Und dann meinte er, Pharao natürlich. Und dann fragte er ihn, und wer ist besser, du oder Musa alayhi salam? Und dann meinte er, natürlich Musa alayhi salam. Er kann ja nicht sagen, ich bin besser als Musa alayhi salam. Woraufhin dann Harun al-Rashid zu ihm sagte, dann hör mal, was Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa und seinem Bruder gesagt hat. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. So sagt zu ihm schöne Worte, weiche Worte, sanfte Worte, auf dass er vielleicht was, ja, sich erinnern möge oder anfangen möge, Gottesfurcht zu bekommen. Und daran sehen wir nochmal diese wichtige Lehre, welche wir aus den Versen entnommen haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ja, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّ. Dann sag, hast du nicht den Wunsch, dich zu läutern. Dann eine weitere wichtige Lehre, welche wir aus diesen ersten Abschnitten entnommen haben, und das ist jetzt die letzte, die wir erwähnen werden, damit wir jetzt weitermachen, inshallah ta'ala, ist, dass jeder Mensch in sich etwas Pharaonisches trägt. Eine pharaonische Eigenschaft. Jeder Mensch trägt in seinem Nefs eine pharaonische Eigenschaft. Und was ist die pharaonische Eigenschaft? Qala ana rabbukum al-a'la. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Dass ich glaube, ich wäre etwas Besonderes. Wenn ich mal wirklich tief in mir grabe, dann werde ich immer wieder sehr, sehr schnell erkennen, dass ich in mir eine dieser Eigenschaften trage und dass ich als Muslim dementsprechend immer auch an mir arbeiten muss, dass ich mich nicht selbst in den Vordergrund stelle, dass ich nicht überheblich werde, dass ich nicht hochnäsig werde, dass ich bereit bin, eine Nasiha zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich bescheiden bin. Das ist etwas, ja, woran ich als Muslim immer wieder arbeiten muss. Und bei Pharao ist es natürlich sehr stark deutlich gewesen, ja, aber im Grunde genommen trägt jeder von uns, auch wenn es nur sehr, sehr gering ist, ja, ein wenig dieser pharaonischen Eigenschaft in sich. Und das ist unsere Aufgabe, immer wieder auch daran zu arbeiten und uns davon zu befreien. Und jetzt, inshallah ta'ala, kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt über die Geschichte von Musa alayhi salam gesprochen hat und wie er sich erhoben hat, dieser Durian, dieses Überschreiten aller Grenzen, bringt uns Allah Ta'ala jetzt durch eine einzige rhetorische Frage zum Nachdenken. Und er zeigt uns auf, wie kannst du dich als Mensch über irgendetwas stellen, wo du doch so schwach und klein bist? Und deswegen Allah stellt eine Frage. Eine Frage, auf die kein Mensch eine Antwort haben kann. Nicht einmal der größte Pharao dieser Welt. Und zwar, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقَ أَمِ السَّمَاءِ Banaha. Seid ihr etwas schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Vergleiche deine Schöpfung mit der Schöpfung dieses Universums und du wirst merken, du bist nichts in diesem Universum. Was sind wir? Ein Krümel, ein Atom im Vergleich zu diesem riesigen Geschöpf des Universums? Die Sterne, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind und deren Licht wir noch sehen können. Das ist was, was ich mir vorstelle. Die vielleicht schon erloschen sind, aber deren Licht wir immer noch sehen. Die unvorstellbar groß sind. Wir als Menschen gehen schon in einer Stadt verloren. Unter. Keiner kennt den anderen, weil man untergeht in dieser Stadt. Wer sind wir dann in einem Land oder auf einem Kontinent oder auf der gesamten Welt? Geschweige denn im gesamten Universum. Wir sind nichts. Und genau das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder vor Augen hält.
Du hast keinen Anlass, dich zu überheben, weil du klein bist und schwach bist. Ein kleiner Windstoß kann dich krank machen, so krank werden lassen, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Eine Entzündung und schon liegst du im Bett. Ein kleines Virus kann die gesamte Welt zum Stillstand bringen. Die gesamte Welt, die Weltwirtschaft, wir erleben es gerade selbst. Ein kleines Virus, was keiner von uns gesehen hat. Vielleicht die Wissenschaftler, ich weiß nicht, einige von euch studieren Medizin, ja? Ja, vielleicht habt ihr das gesehen, aber keiner von uns hat es gesehen, aber wir wissen, es existiert, subhanallah. Dieses kleine Virus hat die Welt in die Knie gezwungen. Das muss man sich ja vorstellen. Das ist der Mensch. Der Mensch ist schwach. Und der Mensch, er wurde schwach erschaffen. Und deswegen ist es so verwunderlich, dass der Mensch glaubt, er wäre etwas Besonderes. Und er könnte sich überheben über andere, aber Allah Ta'ala hält dir vor Augen, nein, du bist klein und du bist schwach. Es gibt diese schöne Geschichte, diesen schönen Dialog zwischen Ibrahim alayhi salam und An-Namruz, wo Ibrahim ein Totschlagargument genommen hat, wo er keine Antwort mehr geben konnte. Und Allah ihn daraufhin erniedrigte. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ wie geht der Vers? In Surat al-Baqarah. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ. Einen Moment. Welcher Vers ist das genau? Das ist Vers Nummer 258 von Surat al-Baqarah. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte. Das ist ein Namruz gewesen, ein gewaltiger Tyrann seiner Zeit. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Damals, als Ibrahim sagte, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Dieser Tyrann, er dachte, er hätte ein Gegenargument. Und er sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ. Und er nahm zwei Gefangene. Den einen ließ er hinrichten, den anderen ließ er leben. Und er dachte, er hätte jetzt sozusagen ja, ein Argument gehabt gegen das Argument von Ibrahim a.s. Ibrahim ließ sich gar nicht darauf ein. Und er brachte ihm jetzt das Totschlagargument, was er nichts mehr sagen konnte. Und zwar sagte Ibrahim zu ihm einfach nur, قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Khalas, musst du nicht darauf antworten. Ja? Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bringe du sie vom Westen her. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Der war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala Namruz vernichtet? Weiß es jemand? Durch eines seiner schwächsten Geschöpfe überhaupt. Weißt du jemand? Durch eine Mücke. Eine Mücke, die irgendwie in sein Ohr geflogen ist und ihn die ganze Zeit verrückt gemacht hat. Irgendwie, so eine Mücke oder Fliege, irgendein kleines Insekt, subhanallah. Und er ist verrückt geworden und gestorben. Solch ein Tyrann. Und wir haben heutzutage, subhanallah, lebendige Beispiele. Es gibt heutzutage, also ich weiß nicht, ich sage Tyrannen, aber Präsidenten, die glauben, sie wären etwas Besonderes. Ja? Habt ihr mitbekommen, vielleicht in Brasilien, ja, der Rechtspopulist, der da gerade an der Macht ist, der die ganze Zeit sich lustig gemacht hat über Corona, ist er selbst Corona-krank geworden. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns das immer wieder, der Mensch ist schwach. Der Mensch ist sehr, sehr schwach. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhält uns das vor Augen, indem er einfach diese ganz leichte Frage stellt. Ja? أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Er ist es, Allah subhanahu wa ta'ala, der den Himmel erschaffen hat. Und dementsprechend, warum ergebe ich mich nicht Allah? Der Schöpfer dieses gewaltigen Universums. Es ist nicht verwerflich, es ihm zu ergeben. Gerade ich als schwacher Mensch. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt jetzt die Gnaden, seine Gnaden gegenüber dem Menschen und zeigt auf, wie gewaltig seine Schöpfung ist und dass der Mensch bescheiden sein sollte. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben, das heißt den Himmel emporgehoben. Er hat den Himmel erhoben, ohne Stützen, die ihr sehen könnt.
Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Fasawwaha. Ibn Taymiyyah und auch andere Gelehrte haben aus diesem Verb fasawwaha und dann zurechtgeformt, ja, und auch aus den darauffolgenden Versen etwas ganz, ganz Wichtiges entnommen. Und zwar haben sie daraus entnommen, dass die Erde eine Kugel ist und rund ist und keine Fläche ist. Wir werden gleich noch den anderen Vers sehen, inshallah ta'ala. Und im Übrigen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hatten wir schon einmal erwähnt gehabt. Die meisten muslimischen Gelehrten waren schon früher, also bevor überhaupt dieser ganze Streit kam im christlichen Abendland, ja, darüber, ob die Erde eine Kopernikus und wie heißt es, Galileo, ob die Erde nun eine Kugel ist oder nicht, oder ob, sage ich mal, die Erde im Zentrum steht oder die Sonne im Zentrum steht, ja. Die muslimischen Gelehrten, auch die Theologen, ja, haben auch aus dem Koran entnommen, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Erde nicht im Zentrum steht. Also dieser gesamte Streit, ja, zwischen der Wissenschaft und der christlichen Theologie ist dem muslimischen Gelehrten fremd gewesen. Diesen Widerspruch gibt es in unserer Religion nicht. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht, also überdeckt sozusagen, die Nacht, die überdeckt alles. Und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über seine Schöpfung und er zeigt uns auf, dass das Licht etwas ist, ja, was nur entstehen kann, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala es hervorgebracht hat, durch die Himmelskörper. Und dann sagt Allah ta'ala, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا, und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Und dieses Dahu bedeutet in arabischer Sprache, er hat sie sozusagen für die Menschen ausgebreitet, damit die Menschen dadurch profitieren können und von der Erde profitieren können. Das ist eine Form von Ausbreiten. Und daraus haben die Gelehrten entnommen, dass die Erde eine Kugel ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, وَالْجِبَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Zu diesem Hinbreiten und zu diesem Bereitstellen für die Menschen gehört auch, dass Wasser auf der Erde ist und dass es Weiden gibt, auf denen die Tiere weiden können. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Er hat aus ihr Wasser und ihre Weide hervorkommen lassen, und die Erde, er hat, und die Berge, er hat sie fest gegründet. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala an anderer Stelle in Surat An-Naba sagt, und wir haben die Berge zu Pflöcken gemacht, ja. Die Berge, sie sind dazu da, um die Erde zu stabilisieren, und gleichzeitig sind sie Pflöcke, weil nämlich ihre Wurzel tiefer in die Erde ragt, als das, was hervorragt, was auch wissenschaftlich bewiesen wurde und heutzutage auch der neueste Stand der Wissenschaft ist. Mata'an lakum wa li an'amikum. All das hat Allah Ta'ala für wen getan? Für den Menschen. Also Allah erwähnt das auf der einen Seite, um uns auch aufzuzeigen, wir sind schwach als Menschen. Und auf der anderen Seite, um den Mekkanern vorzuhalten, all diese Gnaden, über die hier gesprochen wird, die ihr für selbstverständlich haltet, sind alles andere als selbstverständlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese Dinge für uns Menschen erschaffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere Einstellung zu dieser Erde, sie ist ein Matar. Was heißt denn das Wort Matar? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Als Nießbrauch für euch und für euer Vieh. Im Arabischen, von welchem Wort kommt der Matar? Weil das zeigt uns, wie unsere Einstellung zu dieser Dunya sein sollte. Was ist Matar? Von was kommt denn das? Ja, yatamatta. Was heißt denn yatamatta? Etwas genießen. Mata'a. Istimta'a. Dass man etwas genießt, ja? Wie bitte? Nein, nein, matar. Das ist matar, nicht mata'a. Mata'a, mut'a ist Genuss. Mut'a ist Genuss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Allah sagt mata'a lakum, als Genuss für euch. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat all diese Dinge erschaffen, damit wir von ihnen profitieren. Damit wir uns an ihnen ergötzen können. Damit wir auch mit ihnen Spaß haben. Also Allah Ta'ala, er hat die Dinge nicht erschaffen, damit wir uns von ihnen vollständig abwenden. Sondern die Einstellung des Muslims zu dieser Dunya ist, dass er von dieser Dunya profitieren kann.
und auch sollte. Und dass er sich auch an ihr ergötzen kann. Nur in einem bestimmten Rahmen. Und deswegen, Mata' hat noch eine andere Bedeutung, die ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein vorübergehender Genuss. Das heißt, dieses Wort lehrt uns zwei Sachen. Einmal, all diese Dinge hat Allah für uns erschaffen. Wir dürfen sie nutzen, wir sollen von ihnen profitieren. Aber auf der anderen Seite zeigt uns Allah Ta'ala auf, dieser Genuss ist vergänglich. Und das Ziel eines Muslims sollte niemals sein, nur für diesen Genuss zu leben, sondern diese Dinge sind lediglich ein Mittel zum Zweck, nicht mehr. Und wenn ich diese Einstellung als Muslim habe, dann werde ich das schönste Leben überhaupt führen. Warum? Weil ich lebe für ein höheres Ziel. Mich stört es nicht, was ich von der Dunya habe oder nicht habe. Ich freue mich, wenn sie kommt. Und ich bin geduldig, wenn sie nicht vorhanden ist, weil ich weiß, dass das alles nur ein Mittel ist. Und gleichzeitig bereite ich mich auf das vor, wofür Allah subhanahu wa ta'ala mich eigentlich erschaffen hat. Und genau das ist jetzt auch das, worüber Allah ta'ala spricht. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى. Guck mal, der Wechsel, subhanallah. Das ist Mata', genießt es, profitiert davon, aber macht es nicht zu eurem Ziel. Lasst niemals die Dunya zu deinem Ziel werden, weil dann wirst du verlieren. Weil egal wie viel du genießt, du wirst niemals genug bekommen. Egal wie viel du genießt, du wirst niemals genug bekommen. Egal wie viel du hast, du willst immer mehr. Weil das dein Ziel ist. Und deswegen kannst du dadurch nicht glücklich werden. Und alle sind sich darüber einig. Geld kann nicht glücklich machen. Geld ist ein Mittel. Geld ist lediglich ein Mittel. Das kann dir einiges erleichtern, aber es kann dich nicht glücklich machen. Nichts von dieser Dunja kann dich wirklich glücklich machen. Gar nichts. Weil du nichts mitnehmen kannst. Es ist für einen Moment eine Zufriedenheit, ein Glücksgefühl. Aber dieses Glücksgefühl vergeht. Und deswegen Glückseligkeit, Sa'ada, ist was Grundlegendes, grundlegend anderes als einfach nur Glück für einen Moment. Ein großer Unterschied. Als dieser Genuss für den einen Moment. Und Allah Ta'ala, durch diesen Übergang, ja, macht er das noch einmal so deutlich, subhanallah. Er spricht über die Gnaden, Gnaden, und jetzt spricht er plötzlich darüber, dass alles enden wird. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى. Oh, dieses Wort, At-Tamme, hört sich gefährlich an, oder? Wenn man auch kein Arabisch kann, ja, wenn ich At-Tamme höre, dann hört sich das wirklich gefährlich an. Gewaltig. Guck mal, wie ich das im Tajwid lese. Ich muss es langziehen. Ja, ich lese, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى. Oh, ja? Das ist wie ein Schlag ins Gesicht auf den Kopf, ja? Was heißt denn At-Tamme? Was bedeutet das denn, das Wort? Also übersetzt wird es, wenn dann der größte, überwältigende Umsturz kommt. Was heißt denn At-Tamme? At-Tamme bedeutet etwas, was eine andere Sache überdeckt. Was sie vernichtet, kaputt macht, verändert. Und genau das geschieht am jüngsten Tag. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. An jenem Tag, wo die Erde ausgewechselt wird mit einer anderen Erde und die Himmel, nichts ist mehr da. Die Erde, die wir kannten mit ihren Bergen, mit ihren schönen Gebäuden, Burj Khalifa, weiß ich nicht was, ja, die ist plötzlich flach. Es gibt keine Erhöhung mehr. Es gibt nur eine Fläche. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, die gesamte Erde wäre nur eine Fläche, auf der wir leben. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja, eine Platte. So eine Lego-Platten haben ja Erhöhung, ja. Aber einfach nur eine Platte, glatte Platte. Wie so ein Tisch, alles. Keine Erhöhung. Keiner steht über dem anderen. Alle stehen vor Allah. Alles wird vernichtet. Alles wird verändert. Und deswegen, Allah fügt nochmal hinzu, Al-Kubra. Superlativ. Superlativ. Also nicht irgendeine Tamme, nicht irgendein Umsturz durch irgendeine Umwälzung, sondern die gewaltigste, die größte, die du überhaupt vorstellen kannst. Es gibt keine größere. Schaut mal, was wir im Libanon erlebt haben, dieser Knall, diese Explosion. Allahu Akbar. Deine ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Eine ganze Stadt, also ein Stadtviertel, mehrere Stadtviertel verändert. Das ist eine Explosion. Das ist nur eine Explosion. Allah Ta'ala hat uns das gezeigt, was eine Explosion bewirken kann.
Und stellt euch mal vor, die gesamte Welt explodiert. Die Meere explodieren. Es bleibt nichts mehr übrig. Alles ist anders. Das ist Ad-Dammat al-Kubra. Was geschieht da? Subhanallah. Allah Ta'ala erwähnt es jetzt. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns betrifft es. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Am Tag, da der Mensch das bedenkt, worum er sich bemüht hat. Und was hatten wir letzte Woche gesagt gehabt? Es gibt so zwei Begriffe in dieser Sura, welche eine ganz gewaltige Rolle spielen. Welche beiden Begriffe waren das? Es gab zwei Begriffe, so Schlüsselbegriffe in dieser Sura. Zwei Schlüsselbegriffe, die mindestens zweimal vorkommen. Jeweils. Einmal As-Sa'i. As-Sa'i. Einmal in der Geschichte von Pharao kommt As-Sa'i vor. Oben bei... Na, wo ist das jetzt? Fa'adbara yas'a. Genau. Thumma adbara yas'a. Hierauf kehrte er zurück und ging eilig weg von Sa'i. Und hier, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. An jenem Tag, wo der Mensch sich daran erinnern wird und gedenken wird, wonach er gestrebt hat. Guck mal, dieser Wechsel von der Dunya. Jetzt, wofür habe ich gelebt? Habe ich nur für die Dunya gelebt oder habe ich mich vorbereitet auf das, was jetzt kommen wird und was jeden Einzelnen von uns erwarten wird? Und das kann zwei Phasen betreffen. Einmal bei der Auferstehung. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Sie werden sagen, wenn sie auferstehen werden, oh wehe uns, wer hat uns erweckt aus unserer Ruhestätte? Sie wissen, was sie jetzt erwarten wird. Und stellt euch mal vor, ihr habt ein Gespräch bei eurem Chef, eurem Vorgesetzten. Ihr wisst nicht, worum es geht. Was macht ihr dann? Er sagt euch, der Chef kommt, sagt, hier, Farid, ich möchte morgen mit dir mal sprechen. Was machst du die ganze Nacht? Du denkst, ach, was habe ich getan? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie einen Fehler getan? Und genau das wird jetzt geschehen. Du wirst auferstehen. Du wirst jetzt Gedanken machen. Es ist noch nicht mal die Abrechnung. Aber jetzt überlegst du, wie habe ich mein Leben geführt? Wofür habe ich gelebt? Oh mein Gott, alles, was die Propheten gesagt haben, ist wahr. Alles, was ich in der Moschee gehört habe, ist richtig. Habe ich meine Gebete eigentlich immer eingehalten? Habe ich mich von den Sünden ferngehalten? Du versuchst jetzt, die zu überlegen. Und das unter einem gewaltigen Stress. Die Sonne ist direkt über dir. Es ist heiß. Die Menschen um dich herum, aber du hast keine Zeit, dich mit irgendjemandem zu beschäftigen. Aisha radiallahu anha sagt, oh Gesandter Allahs, werden die Menschen nackt sein? Männer und Frauen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, glaub mir, du hast ganz anderes zu tun. Was meint ihr bei einem Tsunami oder bei einer Explosion? Ja? Wird dann noch jemand einer Frau hinterher schauen, die hübsch ist? Oder wird er einfach nur um sein Leben retten? Du wirst nur um dein Leben retten. Das ist alles egal. In dem Moment ist dir alles egal. Da wirst du nur daran denken, wie kann ich meine Haut retten? Und am jüngsten Tag geht es nicht um deine Haut, am jüngsten Tag geht es um dein Schicksal. Wo wirst du landen? Im Höllenfeuer oder im Paradies? La ilaha illallah. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Aber es kann auch bedeuten, dass du bei der Abrechnung deine Taten vorgehalten bekommst. Und dann erinnerst du dich. Allah hält dir deine Taten vor. Guck mal, subhanallah, die Menschen früher, als der Koran herabgesandt wurde, sie hatten noch sehr, sehr einfache Vorstellungen. Dachten dann vielleicht, okay, ich lese meine Taten in einem Buch. Heute, wir haben Videokameras, ja, Live-Übertragung. Ja, wir können alles festhalten. Meint ihr nicht, Allah Ta'ala wird dir das einfach so zeigen? Du brauchst nicht zu lesen, ob du lesen kannst oder nicht. Ja, ein Analphabet kann auch einen Film gucken, der versteht den auch. Du wirst alles sehen. Und stell dir mal vor, du siehst dich selbst, während du eine Sünde begehst. Vor Allah. Wie sehr schämst du dich dann? Du musst dir das mal vorstellen. Stell dir mal vor, du begehst eine Sünde im Geheimen. Und jemand nimmt das heimlich mit einer Kamera auf.
und lädt das auf YouTube hoch. Wie würdest du dich fühlen? Schlimm, oder? Bloßgestellt. Und am jüngsten Tag wird genau das geschehen. Außer wer gläubig ist, Allah Ta'ala wird seine Sünden bedeckt halten. Er wird seine Sünden bedeckt halten. Es gibt hier, ich habe diesen Hadith, ich finde den Hadith so schön, ich wollte ihn unbedingt, der hat jetzt auch mit dieser Situation etwas zu tun. Ich wollte ihn einfach erwähnen, diesen Hadith, auch wenn er jetzt nicht direkt damit etwas zu tun hat. Und zwar ein Hadith zu der Abrechnung, der ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Und zwar wird überliefert von Abu Dharr radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. Ich kenne denjenigen, der als letztes von den Höllenbewohnern das Höllenfeuer verlassen wird und als letztes von den Paradiesbewohnern das Paradies betreten wird. Und dann sagt er: يؤتى برجل, es wird ein Mann gebracht, فيقول, und er wird dann sagen, sozusagen, genau, und es wird dann gesagt, نَحُّ كِبَارُ ذُنُوبِهِ وَسَلُوهُ عَنْ صِغَارِهَا. Nehmt mal seine großen Sünden zur Seite und fragt ihn nur nach seinen kleinen Sünden. Also es kann sein, dass Allah Ta'ala, gerade wenn man gläubig ist, nur diese kleinen Sünden hervorhebt und die großen beiseite lässt. Und dann wird gesagt, عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. Und es wird dann gesagt, du hast das an dem und dem Tag getan, an das und dem Tag getan. Und er wird sagen, ja, oh Allah, das ist richtig. Und er kann das nicht verleugnen, weil er wird es mit seinen eigenen Augen sehen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder es wird gesagt, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. Das ist für den Gläubigen, ja, der noch das Paradies betreten kann. Du wirst für jede schlechte Tat, die du begangen hast, wirst du eine gute Tat bekommen. Und in dem Moment, ja, sagt dann der Diener Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann oder dieser Mensch, der als letztes das Höllenfeuer betreten wird, فَيَقُولْ يَا رَبْ, oh mein Herr, عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا. Oh mein Herr, ich habe noch andere Sünden gemacht, die man hier nicht sehen kann. Weil er kriegt jetzt sozusagen für jede schlechte Tat eine gute Tat und er will unbedingt noch, ja, für die anderen schlechten Taten gute Taten bekommen. Ja, woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelacht hat, bis man seine Eckzähne und seine Backenzähne sehen konnte. Ja? Subhanallah, ja? Hier eine Art der Abrechnung, wo Allah Ta'ala nochmal zeigt, ja, du bekommst alles vorgestellt. Ja? Und das ist halt eine etwas lustigere Situation, ja, wo sich dann der Wiener Diener wünscht, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala auch noch die großen Sünden bringt, damit er dafür Hasanat bekommt. Und auf jeden Fall, Jeder Mensch wird in dieser Situation sich daran erinnern. يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَسَعَى. Und jetzt kommt es. Und das macht die Sache noch schwieriger. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand, die Hölle, für jeden, der sieht. Und jeder wird an dem Tag sehen können. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Und es gibt niemanden von euch, der nicht in irgendeiner Weise mit ihr in Berührung treten wird. Selbst die Gläubigen, wenn sie über den Sirat laufen werden, über die Brücke. Sie werden die Hölle zumindest sehen. Und in dieser schwierigen Situation, spricht jetzt Allah Ta'ala, was mit den Menschen geschehen wird. Und hier zeigt uns Allah Ta'ala im Grunde genommen auf, ja, was die Ursachen dafür sind, wenn man um vom Wege Allahs abzukommen und was die Gründe sind, um das Paradies zu betreten. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Was denjenigen angeht, der das Maß an Frevel überschritten hat. Tara von Torian, das ist das, worum es auch in dieser Sure geht. Ein wichtiger Schlüsselbegriff. Torian, überschreiten, die Grenzen Allahs überschreiten. Immer wieder überschreiten. Torian heißt etwas überschreiten. Was ist mit dem? وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Und das diesseitige Leben vorgezogen hat. Er hat nur hierfür gelebt. Das ist sein Sa'i gewesen. Er hat nur für diese Dunya gelebt und deswegen hat er immer wieder die Grenzen Allahs überschritten. Was ist der Ausgang? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtsort sein. So einfach ist es. Kurz zusammengefasst. Was sind die Ursachen dafür, dass ein Mensch vom Wege Allahs abkommt und am Ende im Höllenfeuer landen wird? Er lebt für diese Dunya und er überschreitet permanent die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und was sind die Gründe dafür, dass jemand das Paradies betreten wird? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Was aber jemanden angeht, der den Stand seines Herrn fürchtet, die Khashya, von der wir gesprochen haben, Gottesfurcht,
Ich habe Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe ein Gottesbewusstsein. Das ist die Nummer eins. Und das Gottesbewusstsein führt wozu? وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى und seine Seele die bösen Neigungen untersagt hat. Also ich kämpfe immer wieder gegen meinen Nefs an und versuche an mir zu arbeiten, um ein besserer Mensch zu werden. Was ist mit dem? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. So wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Kurz und knapp zusammengefasst, sodass sich das jeder merken kann. Willst du den Weg beschreiten, der zu Allah führt? Ganz einfach. Versuche, Gottesbewusstsein zu haben und ein bisschen an dir zu arbeiten. Und du wirst das erreichen. Willst du das andere, möge Allah uns davor bewahren, dann überschreite weiterhin die Grenzen Allahs und lebe einfach nur für diese Dunya. Und du wirst Allah vergessen und du wirst alles vergessen. Und du wirst jemand sein, dem alles egal sein wird, weil er nur für diese Dunya lebt. Es ist deine Entscheidung. Du kannst den einen Weg gehen oder den anderen Weg gehen. Bitte. Ja, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Verse, Bruder. Es gibt sehr, sehr viele Verse diesbezüglich. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt des Surah, der auch nochmal unglaublich wichtig ist und der gerichtet ist ebenfalls an die Quraysh, wie sie darauf reagieren. Was machen die Menschen, denen immer alles egal ist? Ja? Sie stellen die unwichtigen Fragen, anstatt sich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie bloß verstehen wird. Es ist doch völlig unwichtig. Es ist völlig unwichtig, wann die Stunde sein wird. Darauf kommt es nicht an. Und deswegen immer, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, wann die Stunde ist, hat er eine Gegenfrage gestellt. وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Was hast du für die Stunde vorbereitet? Es ist doch völlig egal, wann sie ist. Dieses Wissen liegt bei Allah. Wichtig ist, was hast du dafür getan? Es ist nicht wichtig, dass du weißt, wann du stirbst. Wichtig ist, dass du vorbereitet bist auf den Moment des Todes. Wie gesagt, der Prophet wird gefragt und er fragt ihn, was hast du vorbereitet? Er sagt, ich habe nicht viel vorbereitet, außer dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Woraufhin der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, der Mensch ist mit denjenigen zusammen, ja, die er liebt. Und das ist es, worauf es ankommt. Nicht immer dieses unnütze Wissen. Fima anta min zikraha, was hast du über sie zu erwähnen? Ja? Ila rabbika muntaha, zu deinem Herrn ist ihr Endziel. Am Ende werden wir alle zu Allah Ta'ala zurückkehren. Innama anta munziru man yakhshaha, wieder khashya. Du bist nur dein Überbringer von Warnungen für jemanden, der sie fürchtet. Khashya, dreimal, subhanallah. Ja? Dieses Gottesbewusstsein, diese Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sie ist es, was dazu führt, dass ich profitieren kann von der Botschaft Allahs. Wenn ich keine Ehrfurcht habe, wenn ich diese innere Einstellung nicht habe, dann profitiere ich nicht von den Worten Allahs. Und dann ganz, ganz wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist lediglich ein Warner. Er ist kein Vollstrecker, er ist ein Warner. Ganz wichtig. Und wir ebenfalls, wir sind keine Vollstrecker, wir sind nur was? Warner. Dua. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt jemanden, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Dua la Qudah. Wir sind Menschen, die einladen, aber wir sind keine Richter. Und ebenfalls, Allah, er spricht zu unserem Propheten. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Willst du einfach die Menschen zwingen, ja, bis sie gläubig sind? Du bist nur ein Warner. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Überbringer einer Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Was die Menschen daraus machen, ist ihre Sache. Und dann schließt Allah Ta'ala diese Sura ab und zeigt uns nochmal auf. Es lohnt sich gar nicht, für diese Dunya zu kämpfen. Warum? Weil rückblickend ist diese Dunya nichts wert. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا. Am Tag, da sie sie sehen, die Stunde. لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Als wird ihnen sein, als hätten sie nur einen Nachmittag verweilt oder seinen dazugehörigen Vormittag. Ein Vormittag, ein paar Stunden. Diese Dunya wird dir vorkommen wie ein paar Stunden. Weil das, was kommen wird, ist die Ewigkeit. Und was ist bitte schön? 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit. Nichts. Der jüngste Tag selbst, wie es Allah sagt, er ist über 50.000 Jahre lang. Was sind 80 Jahre im Vergleich zu 50.000? Nichts. Und deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns diese Worte Allahs beherzigen.
Lasst uns von ihnen profitieren. Lasst uns nicht so sein wie die Quraysh, die sie nicht verstehen wollten. Lasst uns nicht so sein wie Pharao, der überheblich gewesen ist. Sondern lasst uns wie jene sein, über die Allah sagt, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Hierin sind wahrlich Lehren für Menschen, die gottesfürchtig sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gottesfürchtigen gehören lassen und uns diese Worte beherzigen lassen, sodass wir wirklich für Allah leben und für dieses höhere Ziel leben und nicht nur für diese Dunya. Möge Allah ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, welche Khashya in ihrem Herzen haben und welche nach dem streben, was bei Allah ist und nicht nur ausschließlich für diese Dunya leben und nach ihr streben. Möge Allah ta'ala unsere Herzen festigen auf seinem Wege. Amin, ya Rabbil Alameen. Das ist Surat An-Nazi'at gewesen. Eine gewaltige Sura, eine sehr, sehr schöne Sura, subhanallah, ja, die wirklich geballte Ermahnungen mit sich bringt, ja, für jemanden, der nachdenkt und kurz und knapp wirklich dem Menschen aufzeigt, wie er zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kann und wie er sich davor schützen kann, vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abzukommen. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bil sabr.